Die Schrifttexte, liebe Schwestern und Brüder, jene Begebenheit mit dem Hauptmann von Kapharnaum, wie auch der Abschnitt aus dem zweiten Kapitel bei Jesaja, den wir gestern erst in der Messe hörten, auch wir haben ihn heute Morgen nochmal im größeren Kontext in der Vigil, in den Laudes gelesen. Es wird uns berichtet, was die Absichten Gottes sind und wie er gedenkt, seine Absichten umzusetzen. Es wird uns berichtet, wie Gott sich vorstellt, dass er uns die Augen öffnet und wie es auch schon geschehen ist. Es ist notwendig, liebe Schwestern und Brüder, dass wir den Advent halten und feiern, dass wir ihn nicht routiniert begehen, sondern dass wir am Beginn neu lernen zu hören. Das ist das Problem, das wir beim Propheten Jesaja gleich am Anfang haben. Wenn wir Jesaja einfach nur verkürzen auf den großen Propheten des Trostes und der schönen Worte, wie das manchmal unsere Auswahl nahelegt, verstehen wir von Jesaja nichts viel und von den Absichten Gottes. Wir hören diese Worte erst recht, diese wunderbaren Worte des Propheten, wenn wir die Mahnungen des Propheten nicht überhören. Denn jene Stelle, in der Jesaja berichtet, dass die Völker von überall her kommen und am Mahl Gottes auf seinem heiligen Berg, nicht irgendwo, sondern auf dem Berg Zion, um da teilzunehmen. Das muss eigentlich einen gläubigen Israeliten in Erstaunen und Erschrecken versetzen. Denn davon redet Jesaja unablässig. Man hat vergessen, dass Gott seinen Namen auf diesem Berg wohnen lässt. Man ist in der Routine erstarrt. Gleich am Anfang knallt es sozusagen Jesaja diesem Volk vor die Füße. Ich habe satt eure Opfer. Diesen grauenvollen Lärm eurer Lieder kann ich nicht ertragen und euren Weihrauch behaltet ihn. Den braucht niemand, ich nicht, sagt Gott. Aber von überall her brechen Völker auf, Fremde, Heiden, um zu diesem heiligen Platz zu ziehen. Sie erinnern Israel daran, wer dort wohnt, was sie eigentlich und wen sie eigentlich in ihrer Mitte haben. Und das Gleiche geschieht im Evangelium. Das Gleiche geschieht auf noch intensivere Weise im Evangelium. Da haben wir einen heidnischen Hauptmann von Kapharnaum. Der möchte, dass sein Knecht gesund wird. Und der sagt, nein, ich bin es überhaupt nicht wert, dass du auch nur daran denkst, zu kommen und in mein Haus zu gehen. Sprich nur ein Wort. Warum ist das so erstaunlich? Auch hier müssen wir das Umfeld betrachten. Das ist die erste Begebenheit nach der Bergpredigt. Da hat Jesus die ganze Bergpredigt gehalten. Er hat sich sozusagen auf beste Weise den Mund fusselig geredet, um denen, die ihm nachfolgen, ein bisschen etwas zu verstehen zu geben von dem, was er will, wozu er kommt, was seine Absicht ist. Und dann kommt da einer, ein Heide, der in Not ist, der noch nie ein Wort der Bergpredigt gehört hat, der Jesus noch nie begegnet ist und der sagt, im Angesicht derer, die da versuchen zu glauben, mehr oder weniger recht, die noch gar nicht wissen, was sie mit ihrer Bergpredigt jetzt dann da machen sollen, wie wir es auch heute nicht wissen, der sagt, sprich ein Wort und alles wird gut. Der wird heil. Alles kommt ins Lot. Wir sind heute in so einer Kurve, dass wir den Anfang des Impulses ernst nehmen in der Kirche. Indem unablässig die Kirchenleitung auch in unserem Land ja sagt, wir müssen an die Ränder gehen, wir müssen auf die Außen hören. Das Problem ist nur, dass wir dann bei diesem Impuls bleiben. Der Impuls geht ja weiter. Der Hauptmann weiß, wen er da vor sich hat. Der Impuls geht nicht dahin,
an die Ränder zu gehen und an den Rändern zu bleiben, sondern von den Rändern her neu zu verstehen, was denn eigentlich das Wesen, das Heilige ist, die Gegenwart Gottes, was sein Kommen bedeutet für alle. Und manchmal sehen das die von außen besser. Es geht also nicht, sich einfach an die Ränder, darum, sich an die Ränder anzugleichen und dabei ist es gut. Nein. Es sind Menschen an den Rändern, die uns, die wir zu Routiniers geworden sind, neu erklären und zu verstehen geben, wen wir denn da haben, wen wir da erwarten, was seine Absichten sind und welcher unglaubliche Schatz darin besteht, dass er nur ein Wort sprechen muss. Er muss physisch gar nicht da sein, wie es der Hauptmann sagt. Er muss nur ein Wort sprechen und alles wird gut, gesund, heil. Wie wir es gesungen haben am Beginn. Er muss nur ein Wort sprechen und allen Menschen wird zuteil Gottes Heil.